Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Assassin's Creed. Hier ist die Goretti. Und ja, wie ihr seht, habe ich natürlich offscreen alles Mögliche schon erkundet. Die Aussichtstürme sind alle entdeckt und wir haben ein paar Herausforderungen, die wir machen müssen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an direkt mit dem jungen Mann hier. Ich weiß nicht, was er wirklich von uns will. Oh Gott, ich krieg Angst. Hallo. Friede sei mit euch, Meister. Oh. Habt ihr all die Templer in der Stadt gesehen? Ich wurde beauftragt, so viele zu töten, wie ich kann. Noch vor der Beerdigung eures letzten Opfers, Majdadin. Hättet ihr diese Mission, wäre sie sicher schleunigst beendet. Ich habe so viel herausgefunden, während ich nach diesen Templern suchte. Ich habe bei eurer Rückkehr sicher einige wertvolle Informationen für euch. Na dann, wollen wir doch mal schauen, dass wir unsere Ziele hier erfassen. Ich werde schon mal auf die Klinge setzen. Hier sind sie schon mal nicht. Oh ja, da ist der erste Templer. Tschüss. Ja, lasst mich in Ruhe. Ich habe hier... Da ist der zweite. Och komm, lasst mich in Ruhe. Junge! Nummer zwei. Lasst mich in Ruhe. Oh, diese Besoffenen, ne? Immer wieder diese Besoffenen. Ja, es sind tatsächlich diesmal Templer. Wo ist der Nächste? Der ist doch ganz... Der kommt mir entgegen. Da hinten ist er. Oh, warte ich auf ihn oder versuche ich ihm entgegenzugehen? Ich gehe ihm entgegen. Nummer 4 oder welche Nummer ist das? Einer fehlt noch. Ein letzter, da unten ist er. Nee, das war jetzt Nummer 4. Es fehlt tatsächlich noch einer. Okay. Wo muss ich hin? Am besten hier die Treppe hoch. Ich denke, das ist der beste Weg. Irgendwo hier muss er sein. Da ist er. Da läuft er. Komm her, mein Freund. Du bist mein letztes Ziel. Okay. Geschafft. Jetzt nur noch zurück zu unserem Freund hier. Weg. Weg. Nein. Nein, da ist ein Templer, der nichts mit der ganzen Sache zu tun hat. Das ist immer ein bisschen übel. Wenn man denen dann in die Hand läuft, dann kann man das Ganze direkt von neuem starten. Okay, wo bist denn du? Da hast du dich versteckt. Ich weiß nun, warum ich dem Clan beitrat. In eurer Nähe zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Hier ist, was ich über Roberts Männer weiß. Sie sind wohl für den Kampf gerüstet. Sie auf einmal zu bekämpfen, wäre unklug. Lasst sie euch jagen, bevor ihr zurückschlagt. Doch es ist respektlos von mir, einem Meister zu sagen, wie er sich im Kampf verhalten soll. Verzeiht mir, Meister. Nichts für ungut. Nein, es ist eine sehr gute Idee. Also ich soll von dem Kampfort ein wenig fliehen. Das klingt schon mal nicht schlecht. So, jetzt haben wir noch so ein paar weitere Dinge, die wir hier erledigen können. Was nehmen wir zuerst? Ich würde sagen, wir sind in der Nähe des Taschendiebstahls. Schauen wir mal. Und schon laufe ich falsch herum. Ja. Geh mir aus dem Weg. Danke. Das hat wehgetan. Ich hoffe, dass es wehgetan hat. Mann, hört auf herumzumeckern und zu motzen. Der ist hier ganz in der Nähe, der Mann, den wir belauschen müssen. Wo ist er denn? Ist er etwa da drin? Du ahnst es ja nicht. Können wir uns euch anschließen? Bringt ihr mich zufällig da rein? Ich hoffe es. Ja, da bleibt mir ein bisschen Zeit. Ich guck mal, wo die mich hinführen. Mal so zu erzählen, wie es mir letzten Endes ergangen ist. Ja, in letzter Zeit, es geht. Es läuft wieder ein bisschen besser. Ja. Ist natürlich schwierig, so Gesamtsituationen, in denen du
nach einer langjährigen Beziehung irgendwie rausgeschmissen wirst. Aber gut, es gibt sicherlich Schlimmeres im Leben, Mann. Oh Gott, da ist ja auch wieder ein Templer dabei. Wir sind schon mal drin, das ist gut. Jetzt lass mich mal schauen, ob ich die belauschen kann und dann diesen Taschendiebstahl machen kann. Nehmt die Karte und sorgt dafür, dass die Wachen entsprechend postiert werden. Während der Prozession sollten wir sicher sein. Aber das Begräbnis bereitet mir Sorgen. Es wäre unseren Feinden ein leichtes, sich in der Menge zu verbergen. Wenn ihr so besorgt seid, warum postiert ihr nicht eigene Männer und durchsucht die Stadt selbst? Unsere Anwesenheit hat schon genug Aufsehen erregt. Ich kann mir vorstellen, wie das Volk reagiert, wenn Kreuzritter über ihre heiligen Stätten marschieren. Dann solltet ihr vielleicht gar nicht teilnehmen. Er war unser Freund und Bruder. Und wir erweisen ihm unsere Ehre, wenn er diese Welt verlässt. Ihr beleidigt mich, wenn er etwas anderes verlangt. Ich postiere die Männer. Ich möchte keinen Ärger. Dann hört auf, Ärger zu machen und tut, was wir verlangen. Oh je, und so viele von diesen kranken Köpfen hier in der Nähe. Ah, nein, ich bin entdeckt worden. Okay. Taschendiebstahl ist fehlgeschlagen. Das ist aber auch eine doofe Ecke hier. Muss ich schon sagen. Jetzt heißt es fliehen. Ja, da ist er. Ich glaube, ich war zu eilig. Ja. Oh Gott, im Himmel, jetzt muss ich auch noch hier weg. Ja, los, Alter, hier. Lauf mal ein bisschen, kletter mal ein bisschen schneller. Ja, das ist ein bisschen schade. Oh. Okay. Lass los, mein Freund. Ich will gar nichts von euch. Ich will einfach nur fliehen. Ich möchte euch nicht umbringen müssen. Hoch. Ah, oh, da kommt er nicht hoch. Ich fasse das nicht. Hoch mit dir. Na komm, mein Freund. Du schaffst das. Wo ist hier irgendetwas, wo ich mich verstecken kann? Nirgendwo. Teufel und eins. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Da hinten gibt es schon wieder eine Wache. Nein, Alter, hier. Aua. Okay, dann fliegen wir halt hier entlang. Und da vorne sind Bürger zwischen, die ich mich setzen kann. Oh. Puh, das war knapp. Ja, schade. Schade, da wollte ich einfach zu viel. Ich hätte einfach über die Mauern versuchen, klettern zu sollen. Was auch immer. Und mich ihm weiter draußen so etwas nähern. Ja gut, nächster Versuch. Vielleicht positioniere ich mich direkt mal auf die Mauern. Anstelle mit den... Mit den Gelehrten da reinzugehen. Ha, war das ein schweres Wort. Gelehrte. Okay, lassen wir ihn ein bisschen Zeit. Er schaut sich nochmal um. Und jetzt geht er raus, richtig? Das war jetzt nicht wirklich das, was ich machen wollte. Ach, wieso komme ich hier nirgendwo hoch? Bitte, halt da hier. Sei so gut und kletter auf die Mauer. Ah, der ist gleich weg. Dann darf ich das Ganze nochmal machen. Ist doch nicht erlaubt, hier zu sein. Ihr habt Spring. Ihr zu suchen. Aua. Mach das nicht doch einmal. Verstanden. Da kommt er. Das dürfte ja sein, meine Zielperson. Ich schaue nochmal genauer nach. Okay. Gott verdamme euch. Lasst mich in Ruhe. Jetzt guck dich nicht so oft um. Lauf einfach. Danke. Geschafft.
Karte mit den Positionen der Jerusalemer Wachen während der Beerdigung Madj al-Dins haben wir uns geschnappt. Sehr schön. So. Das war anstrengend. Nein, lasst mich in Ruhe. Das ist nicht euer Ernst. Entschuldigung. Okay, dann versuchen wir denen auch mal zu entkommen. Laufen wir mal so ein bisschen durch die Gassen. Am besten den Ganzen schon entgegen. Sehr schön. Ja, entschuldigt meine Stimme so ein bisschen. Ja, es ist sehr früh am Morgen und meine Stimme ist noch nicht so ganz korrekt, wie sie sein sollte. Man kennt das ja von morgens aufstehen, schnell Zähne putzen, den dritten Kaffee schon mal dabei in sich hineinschütten. Darf ich hier vorbei? Darf ich. Und dann ist das aber immer noch nicht so ganz hundertprozentig mit der Stimme. Ich glaube, da darf ich allerdings nicht entlang. Okay. Ja, das ist jetzt... Jerusalem ist gut bewacht. Schließlich wollen die ja, dass auf Madj al-Dins Beerdigung nichts Böses passiert. Und hier komme ich auch nicht wirklich weiter. Aber da steht ein Templar. Bevor der mich entdeckt. Lass los, mein Freund. Wort zur Hölle. Ach, komm runter. Na los, komm runter. Ich weiß, dass du runterkommen willst. Dann kämpfe halt hier unten. Oder auch nicht. Doch, da ist er. Hätt's wohl gerne. Komm her, mein Freund. Komm schon. Dann stirbst du halt hier unten. Mann! Ja, das läuft ja prima. So, jetzt möchte ich aber ganz gerne diese Befragung bitte durchführen dürfen. Wo könnte denn der Sack sein? Jetzt bin ich hier wieder in irgendeinem bewachten Bereich. Der ist auf der anderen Seite dieses Gebäudes, oder? Nein, hat er nicht. Hier komme ich nicht rüber. Ach komm, ihr wollt mich doch veräppeln hier. Ja, pass auf. Ich habe da ein Messerchen für dich. Tschüss. Wie komme ich jetzt bitte... Hier könnte ich rüberkommen unter Umständen, oder? Nee, natürlich nicht. Ich fange gleich an zu knurren. Wie ein kleines Hühnchen. Na, spring runter. Das gibt es doch nicht. Wie bitte komme ich zu dieser Befragung hin? Oh nein, was ist das? Sind wahrlich dunkle Tage. Hinfort! Ja, ich bin weg. Ich guck gleich auf die Karte. Oh, der Templer. Ah, der Templer. So, ihr Krugträgerinnen. Nee, aber hier bringt mir das doch alles gar nichts. Muss ich hier vorne irgendwie durch? Nein, ich will nicht aus Jerusalem heraus. Bitte, eine kleine Spende. Also, das muss doch irgendwo hier hinter sein. Hä? Also das verstehe ich jetzt beim besten Willen nicht. Wo bitte muss ich hin, um diese Befragung durchzuführen? Ah, nee, lass mal los, Alter, hier, da ist eine... Leiter, die du hochklettern kannst. Ja, toll. Wo ist der denn? Sind die das oder was? Ach komm, ist nicht dein Ernst. Meine Güte, manchmal ist man echt von Blindheit geschlagen.
Hast du sie gesehen? Nein, aber ich habe die Gerüchte gehört. Ist es wahr? Sind wirklich Kreuzritter in Jerusalem? So ist es. Und? Sie unterscheiden sich von den anderen, sind fein gewandet und tragen kostbare Gaben. Wir sollten sie von dieser Bürde befreien. Sie lagern bei Davids Zitadelle, in der Nähe des Friedhofs. Wegen des Begräbnisses? So scheint es. Dann besuchen wir ihr Lager, wenn sie dem Toten die Ehre erweisen. Aha, ihr seid also Diebe. Robert wird an der Beerdigung teilnehmen. Das klingt doch gut, würde ich mal so sagen. So, dann hätten wir hier... Ah, ich habe mich vertan. Das war ein Belauschen und nicht eine Befragung. Ach, komm. Heieieiei. Gut, versuchen wir mal diese Informantenherausforderung. Da müssen wir natürlich mal wieder irgendwelche... Sag schnell. Bogenschützen eliminieren. Wahrscheinlich dürfen wir dabei wieder mal nicht entdeckt werden. Ja, bitte, ich habe keine Goldstücke. Wie oft soll ich das eigentlich noch erwähnen? Ach, da ist er ja. Hallo, mein Freund. Alter, ihr, mein Freund. Ihr müsst mir helfen. Nein. Malik befahl mir, einige Bogenschützen in der Umgebung zu töten, damit unsere Brüder sich gefahrlos bewegen können. Normalerweise wäre das kein Problem, aber das Begräbnis hat alles verändert. Die Stadtwache setzt ihre besten Männer ein, um für Ruhe zu sorgen. Und mit denen kann ich mich einfach nicht messen. Ich möchte euch um zwei Gefallen bitten. Zuerst tötet die Bogenschützen. Zweitens erzählt Malik nichts davon. Im Gegenzug sehe ich, was ich über Roberts Pläne erfahren kann. Okay, mein Freund, dann versuchen wir mal unser Glück. Vier Bogenschützen muss ich eliminieren. Das klingt erstmal, jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, wo sind die nochmal positioniert. Das ist einer von denen. Sehr gut. Ich hätte ganz gerne meine Wurfmesser. So, Nummer 1 wäre erledigt. Jetzt ist die Frage, gehe ich weiter über die Dächer? Die sind es schon mal alle nicht. In dieser Richtung sehe ich noch keinen. Wir haben ja keinen Zeitdruck dabei, ne? Hier könnte sich gleich einer offenbaren. Voilà. Shit. Shit. Daneben. Ah, schade aber auch. Ist die Frage, wie bewegt er sich? Wir machen das ganz sachte. Puh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Oh, und da ist die Befragung, die wir durchführen müssen. Und da ist der nächste Bogenschütze, den wir erledigen müssen. Nein, ich habe kein Geld für dich, meine Kleine. Ja, ich weiß, ich auch. Ey, das lass mich in Ruhe, du blöde kleine Hexe. Heißt sie mit offenen Armen willkommen. Auf diese Weise können wir die Sünden der Vergangenheit überwinden. Nein, du tötest mich nicht. Und ein besseres Morgen schaffen. So, einer noch. Na, das läuft doch schon mal gar nicht so schlecht. Nee, komm. Sag, dass das nicht... dass ich ihn jetzt wirklich erledigt habe. Ich weiß nicht, hat er mich jetzt entdeckt dabei oder nicht? Ist die Mission jetzt fehlgeschlagen oder nicht? Ich kann es nicht genau sagen. Ich laufe jetzt zu ihm zurück und dann werde ich es wissen, denke ich. Weg. Nein, es war ein Fehlschlag. Nein. Oh, ist das traurig. Es lief doch so gut. Warum? Warum? Ja, nützt ja nichts. Dann müssen wir es halt normal machen. So einfach ist die Maus. Ja, tut mir leid.